So, dann willkommen zurück zu Elder Scrolls Online, dem Spiel mit immer noch der Drachengarde. Und wir sind gerade wieder zurück auf dem Weg zur Gezeiteninsel, weil wir nämlich eine Kralle von Kunzari, den legendären Helden, erhalten haben, die dann irgendwie Anakina in die Hand, also Kamira in diesem Fall, weil sie die Nachfahren von Anakina ist, in die Hand kriegen soll, um damit dann irgendwie das Ionenlicht zu wandeln, was sich so ein bisschen anhört wie Teleport über Zwischenwelt, um dann wieder auf die Insel von Karl Grondo zu kommen. Karl Grondo? Er heißt nicht Karl Grondo. Er ist irgendwo anders. Ich habe es bestimmt irgendwo aufgeschrieben. In meinem Büchli hier. In die Bucht, wirklich. Ich glaube, der Geisterkater hat es absichtlich gemacht. Bringt die Kralle zu Kamira, ich trommle die Drachengarde zusammen. Natürlich hat der Geisterkater das mit Absicht gemacht. Wie sollte es auch anders sein? Kaske sitzt hier da und freut sich einen Keks. Willkommen zurück. Hat das Mondscheingewölbe ganz euren Hoffnungen entsprochen? Nachdem, was Saji mir beschrieben hat, glaube ich nicht, dass mir dieser Ort gefallen würde. Er ist richtig lästig, vor allem weil die Gegner andauernd respawnen und mega rumnerven. Ah, der schlimmste Ort von allen quasi. So, diesmal gehe ich aber hier oben zu den Kochen und verkaufe mal schnell mein ganzes Zeug, was ich hier noch auf der Tasche habe. Der Koch, der übrigens eine Etage höher wohnt. Da bin ich mir den ganzen Mist einfach mal endlich mal los. Ne, weil hier stand er, ne? Ne, hier ist der Sahan. Ich denke, aber die Leute zusammen. Bringt die kommen. Kralle zur Königin, nee, okay, Kamira. Ja. Haben wir schon. Kamira steht übrigens nicht da, wo ich denke, sondern sie steht da vorne an der Ecke da. Ich dachte eigentlich, die ist jetzt bei Nafalas Kammer. Nur, dass Nafala halt gerade irgendwie rumfliegt und die niederen Schwarm davon abhält, um welchen Mist zu machen. Ich mein. So, grüß dich. Müssen wir auch so mal reparieren. Was habe ich denn hier so alles da? Ich habe geladene Schatz. Ja, kann weg. Kann weg, kann weg. Das Ding kommt vielleicht in die Bank. Ah, der alte Bogen der Drachengarde ist auch nichts wert. Ionensteingewebe. Oh. Die Schulterpanzer, warum mache ich diesen ganzen Zeug nicht mehr her? Das sammelt sich ja auch an, ne? 16 Dinger und ich habe nie irgendwelche Sachen geerntet. Junge, Junge, Junge. So. Ich habe immer noch 110 Inventarplatz. Ich habe doch vorhin, wo ich geguckt habe, und mir unsicher war, wie viel Platz ich noch im Inventar habe. Achso, ich habe diese ganzen Blaupausen hier auf Tasche. Ist eigentlich auch witzig, du kannst halt die Rezepte lernen, obwohl du eigentlich keine Eignung dafür hast. Festschrift. Was ich noch für Zeug habe? Kronenreparatur, Kronenreitschirmkapazität, das habe ich leider schon voll. So, irgendwie ist mein Inventar trotzdem total überladen. Achso, Diebesgut habe ich auch noch. Naja, was soll's. Egal, genug jetzt. Außer muss repariert, das war das Wichtigste. Rock versucht jetzt zu überlegen. Also Richard hat quasi sinngemäß gesagt, dass in der Dialog halt, den das Spiel ja vorgibt, nur eine Option hat und dann sagt danach im Anschluss, sagt der NPC danach, ja, hast du sehr gut geschlussfolgert, sehr schlau von dir, dann ist das irgendwie nicht ich wirklich hoffe, so schlau gewesen. Ich hoffe, es geht diesem grummeligen alten Magier gut. Fünf Kralle, habt Zaisahan und ihr die Geheimtür gefunden? Ja, hier, guck mal, eine Kralle. Sagt es mir, meine Freundin, was habt ihr hinter der verborgenen Tür gefunden? Haben wir einen Weg, um Drachenholm zu erreichen? Keine Ahnung, das musst du uns sagen. Ja, wir haben aber immer das Grab meines legendären Helden gefunden. Wirklich, fünf Kralle? Helle Monde. Was habt ihr darin entdeckt? Eine Waffe? Einen Folianten? Etwas noch Prächtigeres? Eine einzige Kralle. Seine Kralle? Und das wird uns helfen, Drachenholm zu erreichen und an Kalgr und Tita heranzukommen? Nun, wenn Kunzaris Geist darauf bestanden hat? Ja, hier. Es ist eine Kralle. Daran ist nicht zu rütteln. Ich werde sie studieren und Anakinas Erinnerungen durchforsten. Das alles muss einen tieferen Sinn haben. Auch wenn sich mir die genaue Bedeutung dieser Kralle zunächst noch entzieht. Hatte Kunzari noch etwas anderes gesagt, fünf Kralle? Er erwähnte eventuell vielleicht das Wort Ionelichtfahrt, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Aber eigentlich meinte, das sollten wir gar nicht wissen. Insofern musste das selber drauf kommen. Der Ionelichtpfad? Von so etwas habe ich noch nie gehört. Aber es klingt vielversprechend. Tja, so hast du wieder keine Ahnung. Noch nicht.
Doch ich werde die Kralle studieren und meine Erinnerungen durchforsten, mich von der Einstimmung leiten lassen. Die Antwort wird kommen. Ich brauche einfach etwas Zeit. Geht, findet Saisahan und vergewissert euch, dass die Drachengarde bereit für den nächsten Schritt ist. Ich hätte übrigens gedacht, dass jetzt eher dass die Erkenntnis eher so ist, dass ich hier die Kralle vor Augen halte und sie sofort im nächsten Moment, hier Eingebung und hier, ganz klar, dass es so und so kommt und nicht irgendwie, dass wir es hier gerade erlebt haben. Genau, rennen muss, macht hier noch Falls mit. Dieser Kalgrontid wirklich existiert, wie können die Schilde oder die Drachengarde auch nur hoffen, gegen ihn zu bestehen? Vertraut uns einfach, Vater. Ich schwöre, wir werden euch nicht enttäuschen. Zweifelt die Existenz des Drachen an? Warum das denn? Seid gegrüßt. Ich habe gehört, ihr wärt seit unserem letzten Gespräch sehr fleißig gewesen. Ist es wahr, dass ihr auf dieser Insel wart, als sie begann, in den Himmel emporzusteigen? Nein, verratet es mir nicht. Ich ziehe es vor, die Einzelheiten nicht zu erfahren, da sie einen gewiss in den Wahnsinn stürzen könnten. Ja, warum ist er hier? Die Suche nach Informationen natürlich. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass eine Insel in den Himmel fliegt. Ich wollte herausfinden, was die Drachengarde darüber weiß. Meine Tochter hat mir mehr Wissen offenbart, als mir lieb ist. Angesichts all dieser Einzelheiten über den Plan eines verrückten Drachen, sich zu einer Gottheit zu entwickeln. Ach na gut, das ist ein verrückter Plan. So verrückt ist der Plan gar nicht. Das sieht eigentlich ganz gut aus, so von dem Grundbau her. Das wird wahrscheinlich sogar was. Ja, hilft ihr uns? Die Schilde werden tun, was sie schon immer getan haben. Für die Sicherheit in Senschal sorgen und garantieren, dass seine Bewohner keinen Schaden nehmen. Ich wünschte, diese Bedrohung wäre auf Senschal oder auch nur das südliche Elsweyer beschränkt. Doch ich fürchte, die Gefahr erstreckt sich bis weit jenseits unserer Grenzen. Damit ist zu rechnen. Ja, so guter Grund ist zu helfen noch nicht. Wenn der große Brand beginnt, können wir nur versuchen, unsere eigene Stellung gut durchnässt zu halten, um den Flammen zu trotzen. Ich wünsche der Drachengarde Erfolg, aber ich muss mich um die Meinen kümmern. Ich hoffe, ihr versteht. Toll. Also erst wieder zurück zum Anfang, wo er immer sagt, Hilfe ist da. Saisahan hat uns zusammengetrommelt und wir sind bereit zum Aufbruch. Doch es scheint, als wären wir dazu ausersehen, uns immer nur zum Warten zu sputen. Und mein Vater ist vor kurzem eingetroffen. Er will alles wissen, was wir ihm über die schwebende Insel erzählen können. Naja gut, das ist, es kommt ein bisschen drauf an, wie gut eure Optik ist. So viel können wir darüber erzählen, was über die fliegende Insel zu wissen ist. General Renmus und die Schilde schützen Senschal. Falls wir Drachenholm nicht angreifen können, konzentrieren wir uns auf die Unterstützung der Schilde. Was auch immer es bringen soll. Hey, Saji ist wieder da. Der Bärtige hat uns alles über den Geist von Kunzari erzählt. Oh, Saji liebt diese Geschichten. Nun sagt diesem die Wahrheit. Wie viel Würzwhisky hat unser überdimensionierter Anführer getrunken, bevor ihm der Geist erschienen ist, hä? Ja. Ich warte immer noch darauf, endlich zu hören, wie wir diese schwebende Insel erreichen werden. Bis dahin ist dieses ganze Zusammenziehen von Truppen doch nur vergeudete Liebesmüh. Könntest ja versuchen, besonders hoch zu springen. Hallo, Sai, grüß dich. Hat Königin Kamira unser Transportproblem gelöst? Die Drachengarde wartet begierig darauf, den Kampf endlich zu Kalgrontid zu tragen. Ja, Kamira studiert die Kralle, wie auch immer Studium einer Kralle aussieht. Immerhin studiert sie nicht das Schwert. Ja, General Renmus, ich habe noch gerade die Frage, was er hier macht. Trotz unserer früheren Differenzen war der General zur Stelle, als wir ihn brauchten. Ich ließ ihm eine Einladung zukommen und er beschloss, sie anzunehmen. Natürlich kam er in erster Linie, um herauszufinden, was wir ihm über die schwebende Insel erzählen können. Haben wir die Unterstützung, haben wir sie nicht. General Renmus wünscht uns Erfolg bei unserer Mission. Doch er wird Senschal nicht ohne Verteidigung zurücklassen. Es fällt der Drachengarde zu, Kalgrontids Festung anzugreifen. Die Streitkräfte des Generals werden eine Reserve bilden, um die Stadt zu schützen und im Falle unseres Scheiterns selbst zu handeln. Das Ding ist, wie viel Personal hat die Drachengarde wirklich? Na gut, wir sind auf uns allein gestellt. Ja, anscheinend sind wir immer noch diese 5 Leute vom Anfang, ne? 5 Kralle. Ich glaube, ich weiß, was man mit Kunzaris Kralle macht. Ja? 5 Kralle. Ich glaube, ich verstehe. Ich kann die Macht der Kralle nutzen, um ein Portal zum Jonelichtpfad zu öffnen. Ich denke, ich schaffe das, ja. Dann willst du das erklären?
Das ist der Teil, den ich noch nicht vollkommen verstehe. Doch in Anekinas Erinnerungen sah ich einen Ort zwischen den Orten, voller Mondlicht und Sterne. Wir müssen auf dem Jonelichtpfad wandeln, genau wie Anekina, Kunsari und die Krajun es in der fernen Vergangenheit taten. Na, denn ich weiß nicht, was den Rest der Sachen. Die sind doch schon alle hier, ich sehe sie doch. Nein, Fünfkralle. Ohne Tarn, der mich anleitet, will ich es nicht riskieren, alles auf dieses eine Pferd zu setzen. Die Drachengarde wird in Reserve bleiben. Lass die Senschal verteidigen. Dann wird es an ihr sein, Calgeron Teed aufzuhalten, falls wir scheitern. Ja, also gut, das wäre so. Wer kommt denn überhaupt noch mit? Ihr, Fünfkralle. Ihr und Saisahan. Wir sind eine Krajun, eine Gemeinschaft von Helden. Gemeinsam werden wir auf dem Jonelichtpfad wandeln und sehen, wohin das Schicksal uns führt. Vertraut mir, meine Freundin. Das ja, ist vertrauen. Es, was wir drei tun müssen. Ja, dann Feuer. Drachengarde verteidigt den Schal, bis ihr von uns hört. Fünfkralle, Saisahan, kommt mit mir. Tretet durch das Portal. Das Portal sieht tatsächlich fancier aus als die sonstigen, die wir zu sehen bekommen. Können die nicht alle so aussehen? Das sieht irgendwie so ein bisschen märchenhaft aus, das gute Stück, ne? Na denn, der Jonelichtpfad. Drachenholm. Oh, okay, wir sind direkt da. Ich dachte, wir könnten vielleicht durch so eine Zwischendimension noch laufen, wie wir uns vorher nochmal angucken können, aber... Na gut, dann sind wir halt direkt da. So, dann wird es jetzt hoffentlich Zeit für den Endkampf. Gut, dass ich mich übrigens vorher großartig vorbereitet habe und irgendwie so Dinge getan habe. Um das, oh. Willkommen, teuerste Freunde, auf dem Jonelichtpfad. Also doch wo da. Wo Helden wie wir die Schwellen erklimmen, die jedes hier mit jedem dort verbinden. Hey, da wollen wir hin. Ihr seid der Kunsari. Oh, bitte, Blut von Sars Geliebter. Für Freunde ist dieser einfach nur Saar. Nun, überquert den Jonelichtpfad und macht euch auf den Weg nach Drachenholm. Der liegt ja einfach nur da und langweilt sich, oder was? Der Jonelichtpfad. Prächtig, ja? An eben jenem Ort lernten die legendärsten Khajiit riesige Entfernungen binnen kürzester Zeit zu überbrücken. Der schnellste Weg, um das Unerreichbare zu erreichen. Gefährlich ohne einen erfahrenen Führer. Zum Glück habt ihr Saar. Sie könnten also überall hingehen? Andere Planeten? Saar kann überall hin, ja? Ihr aber, nein, wohl eher nicht. Von uns beiden hat nur Kunsari Azuras Flüstern gehört und den verbotenen Baum erklommen. Doch dieser wird euch zeigen, wie ihr Drachenholm erreicht. Nun, beeilt euch, bevor euch das Herz platzt. Habe ich überhaupt Blutdruck? Oder eure Seele wird zerfetzt. Nur Azuras schnellste Champions können an diesem Zwischenort länger überleben. Warum? Wer kann das sagen? Azura bewahrt manche Geheimnisse sogar vor ihren Lieblingen. Also, nun tretet auf das Mondlicht und beeilt euch. Das ist bestimmt so wie das andere Ding, was wir mal diesen Turm hatten, wo man auch irgendwie auseinanderfallen würde. Wo man so instabil wird und dann einfach wegfällt, wenn man nicht aufpasst. Das ist noch spektakulärer als Jodis Kern. Wir müssen auf Kunsari hören und seinen Anweisungen folgen, Fünfkralle. Wir wollen uns an diesem Ort zwischen allen Orten auf keinen Fall verirren. Was passiert, wenn man hier von der Kante runterspringt? Dieser Ort... Ich traue dem nicht, was meine Augen sehen. Das solltet ihr auch nicht, meine Freundin. Oh ja, bestimmt. Das soll schon schief gehen. Trotzdem, was passiert, wenn man da einfach runterspringen? Nicht runtersehen? Nicht runtersehen? Ach, das ist top stabil. Wir müssen ja nicht mal auf welche was Steine werfen. Was für ein Wunder. Ja, guck mal, Kunsari ist wieder da. Will uns jetzt durch jeden Felsen Geschichten erzählen? Achtet auf die Lücken zwischen den Sternen, teuerste Freunde. Saar fände es grässlich, wenn ihr stürzen würdet. Wie lange würden wir fallen? Jede Krajun braucht bestimmte Helden, um ihre Reihen zu füllen. Azura schüttelte die Sande hinter den Sternen, um eurer genau die richtige Zusammenstellung aus Beschützern, Kriegern und Tunichtguten zu verleihen.
Sarskrajun war eine für sein Zeitalter. Eure ist exakt die passende für heute. Wie? Habe ich ein Problem mit der Mausempfindlichkeit? Ich habe die... Eigentlich stelle ich die nicht um und man, wenn ich aus einem Dialog rauskomme, dreht sich aber mal alles total schnell. Ich weiß nicht, warum. Ja gut, das ist an sich ist ja ein schöner Ort hier. Wir müssen wahrscheinlich da ganz hoch, oder? Dieser Ort geht scheinbar endlos weiter. So viele Inseln, aber keine Möglichkeit, sie zu erreichen. Wir könnten ja Levitation zaubern. Das Ende ist nah, teuerste Freunde. Man kann von hier aus schon fast Kalgrontids Gestank wittern. Hat er noch welche tollen Lebenstipps für uns? Als Anekina und Saar diesen Punkt erreicht hatten, beschlossen wir, hinter diesem Felsen dort drüben zu feiern. Unsere Gefährten waren schrecklich beschämt, aber wir sind Khajiit, ja? Wie hätten wir uns beherrschen sollen? Wieder, das ist wieder ein Dialog. Das ist... Ja gut, das ist ja, ja... Ach, da oben ist noch so ein Portal zum Durchspringen. Oh ja, das Jundelichtportal. Oh mein, das ist... Das habe ich da auch schon mal gesehen. Das ist das Portal nach Sovngarden. Das sieht irgendwas so ähnlich aus. Wo die Schwelle des Hiers die Schwelle des Dorts berührt. Hey, ein Portal nach Drachenholm. Noch welche letzten Tipps? Ja, Saar bricht seine eigenen Regeln. Es liegt in seinem Wesen, ja? Hinter diesem Portal liegt das Ende einer Geschichte, die vor langer Zeit begann. Mögen die Monde euch führen, teuerste Freunde. Ja, schön. Noch ein Portal. Wenn wir das überleben, schwöre ich, dass ich niemals wieder einen Fuß in eines von denen setze. Ja, das ist, sagen wir mal, Leute, finde das doch so praktisch. Ich habe so viele Fragen an Kunzari, zu seinen Geschichten, zu Anekina. Doch wir haben keine Zeit, meine Neugier zu befriedigen, ja? Wir haben einen Drachen, einen Kopf kürzer zu machen. Kommt, Fünfkralle, Drachenholm wartet. Ja, es wartet bestimmt. Kunzari, noch welche letzten Tipps? Teuerste Freundin, wir sind gemeinsam auf dem Jonelichtpfad gewandelt. Und Saar wird im Geiste bei euch sein, wenn ihr euch Kalgrontid zum letzten Mal stellt. Wie Saar habt ihr das Herz eines Champions. Ihr werdet diesen stolz machen. Ja, gut, dann Portal. Hey, wir sind da. Portale. Man geht als Erster rein und kommt als Letzter raus. Sogar die Zeit ist widerborstig in der Nähe solcher Magie. Kommt, Königin Kamira und Nafalar sind dort vorn. Kommen wir dann langsam mal zum Endkampf. Wie sieht's hier noch zerfallen aus als beim letzten Mal? Ich umflog die Insel, Königin der Katzen. Wie erwartet hat Kalgrontid Fokuspunkte aus Äonensteinen errichtet, um seine Energie zu mehren. Gut gemacht, Nafalar. Ich bin froh, dass ihr euch entschieden habt, zur Insel zu fliegen, sobald die Ägis fiel. Ja, noch welche endgültigen Tipps hier? Inseln sollten nicht fliegen und wir sollten nicht auf ihnen herumlaufen, während sie es tun. Verschwinden wir lieber von hier, bevor alles zusammenbricht. Nafalar ist kurz vor euch eingetroffen. Mit einem Drachen an unserer Seite könnten wir eine Chance haben. Hätten das auch so geschafft. Was macht er hier? Ist wahrscheinlich hergeflogen, nehme ich mal an. Unsere Absicht war immer die, Kalgrontid gemeinsam anzugreifen. Nafalar kümmerte sich um die niederen Drachen. Dann kam er hierher, um uns zu treffen. Königin Kamira bat ihn, kurz über die Insel zu fliegen. Anscheinend hat er etwas Wichtiges entdeckt. Tja, also ist er noch nicht fertig. Schön. Wenn Kalgrontid schon damit fertig wäre, zum neuen Mond, zum dunklen Äon zu werden, wären wir schon tot. Wenn er ein Gott wird, ist alles verloren. Wir haben ein Drachenhorn, die Maske von Alkosch und eine mondberührte Königin. Lasst uns beten, dass das reichen wird, um Kalgrontid aufzuhalten. Ja, das ist... Haben wir noch welche Kommentare? Maskenträgerin, die Schicksalsfäden haben uns nach Drachenholm geführt. Es ist nur passend, dass wir Kalgrontid gemeinsam entgegentreten. Vor allem die anderen Drachen überreden, ja, ging das? Kalgrontids Sklaven werden nicht an seine Seite eilen. Dafür habe ich gesorgt. Diese Feiglinge. Außerdem scheint es, als hätte Kalgrontid ihnen nie gesagt, dass seine Verwandlung zur Gottheit mit ihrem Blut und ihrer Lebenskraft gepflastert ist.
Ach wie, das hat er nicht verraten, dass die Dinger Lebenskraft saugen. Das ist, Von Anfang an neidete Karl Grundtit den anderen Drachen ihre Macht. Die Energie, die er aus Jodes Kern stahl, bestand in weiten Teilen aus Macht, die man seinen Brüdern abgesaugt hatte. Seht euch nur die Äonensteine an. Ihr Zweck ist, Energie in sich aufzunehmen und zu verstärken. Ja, aber die könnten uns doch mal direkt helfen. Wie ich schon sagte, Maskenträgerin, sie sind Feiglinge. Wenn wir Karl Grundtit aufhalten, ist das ihr Gewinn. Tun wir es nicht, stehen sie nicht schlechter da als zuvor. Doch wenn sie sich gegen ihren Anführer wenden, besteht sehr wohl die Möglichkeit, dass sie den Tod finden. Das ist ein Risiko, das sie sich weigern einzugehen. Na toll, die Fokuspunkte. Äonensteine wurden rings um die Insel platziert. Ich glaube, Karl Grundtit nutzt sie, um seine Macht zu spiegeln und zu verstärken. Er vervielfältigt sie, bis sie ein Niveau erreicht, auf dem er sie verwenden kann, um seinen Aufstieg abzuschließen. Wir müssen diese Fokuspunkte vernichten. Das klingt irgendwie so, als würden wir noch nicht direkt zum Endkampf kommen, auch wenn er da vorne schon steht. Na gut, dann ziehen wir mal folgende Konsequenz daraus. Schluss.